Hallo, heute zeige ich euch, wie ich dieses Augen-Make-up hier gemacht habe. Das ist auch ein Teil von 100 Days of Make-up auf Instagram und es hat mir so gut gefallen, dass ich ein Tutorial drehen wollte. Schritt 1. Wir fangen einfach mal an mit Concealer, den trage ich unter den Augen und auf dem Lid als Base auf. Schritt 2. Mit einem peachfarbenen Lidschatten gehe ich jetzt erstmal in die Lidfalte, das hilft später bei den Übergängen. Schritt 3. Jetzt trage ich einen schwarzen Kajal im Außen- und im Innenwinkel auf und verblende den gut. Muss nicht super toll ordentlich aussehen, soll später nur etwas mehr Tiefe geben. Schritt 4. Als nächstes setze ich einen grünlichen Blauton auf die Mitte des Lids. Schritt 5. Mit Schwarz gehe ich jetzt wieder in den Außen- und Innenwinkel und blende das ganz vorsichtig leicht ineinander. Das Schwarz trage ich außerdem auch noch am unteren Wimpernkranz innen und außen auf, die Mitte lassen wir aber frei. Schritt 6. Jetzt wird mit einem mittleren Braunton vorsichtig geblendet, damit wir keine harten Kanten und eben schöne weiche Übergänge haben. Schritt 7. So, dann setze ich noch einen dunkleren bläulichen Silberton zwischen das Schwarz und das Blau, das ist einfach so eine schöne Übergangsfarbe. Schritt 8. Über das Blau gehe ich jetzt noch mit einem hellen silbernen Lidschatten mit Glitzerpartikeln, das gibt einfach noch einen schönen Schimmer. Schritt 9. In die Mitte des unteren Wimpernkranzes setze ich jetzt noch ein Rot und darüber dann ein Gelb und blende das leicht ineinander. Schritt 10. Auf die Wasserlinie kommt ein schwarzer Kajal, das sieht immer so eklig aus, ne? Schritt 11. Mascara brauchen wir natürlich auch, nehmt euch einfach eure Lieblingsmascara, aber mein Lieblingsteil kommt jetzt erst noch und zwar nehmen wir jetzt einzelne Wimpern. Ich klebe da jetzt zuerst recht lange außen an, aber nur ein paar wenige. Für den Rest nehme ich kürzere Einzelwimpern und die klebe ich eben einzeln an und schau einfach, wo welche gebraucht werden. So, und schon sind wir fertig. Ich weiß natürlich nicht, wie es euch geht, aber ich finde den Look extrem schön. Alle Produkte findet ihr wie immer in der Infobox. Ich verlinke euch jetzt hier rechts meine letzten beiden Videos. Schaut da mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Schaut außerdem auf jeden Fall bei mir auf Instagram vorbei, wenn euch die 100 Days of Make-up Aktion interessiert. Da poste ich eben jeden Tag für 100 Tage ein Make-up-Bild. Das ist so unglaublich anstrengend. Aber ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns dann ganz bald wieder. Danke, danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!